Geboren in Kasachstan zog es Andrei Lazarev während seiner Theaterausbildung nach Deutschland. Dort gründete er 2019 das A-Theater in Münster. In Kasachstan arbeitete er am Deutschen Theater in Almaty an dem neuen Stück Never Forever und damit die 41. Spielzeit des Schauspielhauses einzuleiten. Wir haben mit dem Regisseur dieses Projekts gesprochen. Seit 20 Jahren wohne ich in Deutschland. Früher habe ich hier am Deutschen Theater in Kasachstan gearbeitet. Ich habe die Deutsche Theaterakademie als Theaterregisseur absolviert. Und von 1996, also vor Ewigkeiten, habe ich angefangen, hier als Schauspieler und Regisseur zu arbeiten, bis ich 2001 ein Stipendium erhalten habe und nach Deutschland gegangen bin, um dort Projekte zu machen. Die Leiterin des Theaters, Natascha Dubs, kennt André schon sehr lange. Die beiden verbindet nicht nur ein gemeinsames Studium, sondern auch langjährige Zusammenarbeit und Freundschaft. Als ich da war, habe ich dann einen Autor, einen Theaterregisseur kennengelernt. Er heißt Falk Richter, das war 2002. Seitdem kenne ich diesen Autor und finde ihn sehr, sehr spannend und interessant. Seit vielen Jahren verbindet mich auch die Zusammenarbeit mit Natascha Dubs, die hier als künstlerische Leiterin ja seit einigen Jahren auch tätig ist. Und so war die Frage von Natascha, was können wir zusammen entwickeln? Was wäre dann ein interessanter Stoff für Kasachstan? Und die Hauptfrage war dann natürlich auch, wie können wir das Ganze finanzieren? Wir haben dann nach Möglichkeiten gesucht und zum Glück haben wir dann durch das Goethe-Institut diese Möglichkeit gefunden, dass wir dann eine Kooperation vom Deutschen Theater in Kasachstan mit dem Regisseur Andrei Lazarev von dem Goethe-Institut auch machen können. Never Forever ist ein postmodernes Stück, welches vom Theater selbst als Medium erzählt. Im Stück Never Forever geht es um Jetzt und Heute. Und als ich Natascha mehrere Stücke von Falk Richter vorgeschlagen habe, sind wir dann bei diesem Stück gelandet. Auch aus dem Grund, dass wir in diesem Stück über eine Schauspielerin erzählen. Diese Schauspielerin wird auch von Natascha gespielt. Im Stück wird es klarer und klarer, dass sie Demenz hat. Und Demenz hat auch etwas mit Erinnerungen zu tun. Wie war das? Wie war das früher, vor 20 Jahren, als ich noch hier gearbeitet habe, als ich mit Natascha zusammengearbeitet habe? Wie war das früher, vor 40 Jahren? Warum überhaupt das Deutsche Theater in Kasachstan? Und mein Hauptproblem war, dass die Schauspieler auch kein Deutsch hier im Theater sprechen können, so wie der Autor das möchte. Es sind riesige Monologe, es sind sehr viel Text, sehr viel Information. Die wichtigste Nachricht an die Zuschauerinnen und Zuschauer ist, dass die Menschen heutzutage keine Liebe haben. Jeder sucht danach, aber wenn man sie findet, erträgt man die Nähe nicht. Das Stück handelt auch um Liebe mit dem großen Fragezeichen. Gibt es Liebe heute in der heutigen Gesellschaft? Die Antwort von dem Autor ist nein, leider. Soll ein kleines Stück Erinnerung sein, was ist das deutsche Theater von früher und was ist die deutsche Kultur, was ist die europäische Kultur? Und das ist dann auch nochmal zurück zu der ersten Frage, warum wir dieses Stück, diesen Autor und auch dieses Thema gewählt haben. Das Thema ist sprechend und relevant. In Never Forever geht es um das Individuum in einer mediengeprägten Welt. Auf der Suche nach Antworten auf die Frage, wer bin ich, posten wir Fotos oder Statusmeldungen in sozialen Netzwerken, die unser Leben darstellen sollen und selbst aber aus irgendeinem Grund nicht darstellen.